Sie leben abgeschottet von allen weltlichen Verlockungen und nach ihren ganz eigenen strengen Regeln. Die Sumo-Ringer. Der 22-jährige Mito Yutaka stellt uns jetzt 5 Dinge vor, die er unbedingt braucht, um in der knallharten Welt der Kampfkolosse zu bestehen. In unserer neuen Rubrik High Five. High Five. Dieses Mal aus Tokio, Japan. Das ist Mito Yutaka. Man sieht es ihm nicht an, aber er ist erst zarte 22 Jahre alt und auf dem Weg, ein großer Star in Japan zu werden. Sein Kapital, sein Körpergewicht. Er ist einer von 700 professionellen Sumo-Ringern in Japan und gilt als ein vielversprechendes Talent. Sein Ziel, die höchste Division der Profiliga. Ich mag beim Sumo-Ringen den Kampf Mann gegen Mann. Wenn ich jemand besiege, bin ich immer glücklich. Die sogenannten Sumotori kämpfen in verschiedenen Ligen, können als Profis viel Geld verdienen und werden als Superstars gefeiert. Aber der Alltag ist alles andere als glamourös. Sumo-Ringer leben in sogenannten Ställen, einer Art Sportler-WG. Mito Yutaka teilt sich mit 8 Sumo-Kämpfern ein Zimmer. Hier verbringen sie ihre Freizeit und schlafen auch. Mito Yutaka zeigt uns seine 5 wichtigsten Gegenstände. Mito Yutakas erstes High Five. Diese Stoffbahnen. Sie sind zwischen 7 und 9 Meter lang und wiegen stolze 3 bis 5 Kilogramm. Das ist der Mawashi, der Sumo-Gürtel. Der Tag im Sumo-Stall beginnt morgens um 6. Vor dem ersten Training anziehen des Mawashi. Ganz schön kompliziert. Hier falten und dann vor dem Körper zu einem Dreieck zusammenlegen. Von unten mit der rechten Hand durchführen und damit der Gürtel nicht verrutscht, zieht man ihn fest nach oben, bis er streng sitzt. Und am Schluss führt man ihn an der Stelle, wo er durchgeführt wurde, noch einmal selbst durch. Die knappe Kleidung sollte ursprünglich zeigen, dass die Sportler unbewaffnet sind. Die Regeln sind einfach. Den Gegner dazu bringen, mit einem anderen Körperteil als den Füßen den Boden berühren. Oder ihn aus dem Ring schieben. Dafür ist der Gürtel unverzichtbar. Er ist der wichtigste Angriffspunkt. Um den Gegner zu greifen, gibt es verschiedene Techniken. Diese Technik heißt Migi Utsu. Man führt die rechte Hand unter der Achsel des Gegners durch und die linke Hand geht über die Seite auf der Höhe vom Oberarm des Gegners vorbei zum Gürtel. Mit 15 Jahren wurde Mito Yutaka von einem Talentscout entdeckt. Seitdem lebt er hier im Sumo-Stall. Die Sumo-Profiliga ist in 6 Divisionen gegliedert. Mito Yutaka kämpft bereits in der dritthöchsten, ein rasanter Aufstieg. Wenn man in den 2 höchsten Divisionen kämpft, kann man sehr gutes Geld verdienen. Das spornt mich an. Aber mal ehrlich, schmerzt der Gürtel nicht beim Kampf? Anfangs tut es schon weh, weil der Gürtel hart ist, aber man gewöhnt sich dran. Für den Mawashi herrscht striktes Waschverbot. Eine rituelle Sache. Lediglich zum Lüften dürfen die Sportler die Baumwollbahnen raushängen. Die rund 4 Kilo Gewicht des Gürtels nehmen die Kampfkolosse kaum wahr. Aber wie werden die Männer eigentlich so dick? Die Antwort bringt das zweite High Five. Dieser Topf hat für die Ringer eine besondere Bedeutung. Es ist 12 Uhr. Die Sumo-Kämpfer haben bis jetzt noch nichts gegessen. Doch Essen ist elementar für die wuchtigen Kerle. Und ein Essen ganz besonders. Das bereitet gerade Kaminoyama zu. Er hat heute Küchendienst. In diesem besonders großen Topf kochen wir unsere traditionelle Suppe, die Shankonabe. Shankonabe ist die Sumo-Ringer-Suppe. Die Kämpfer essen sie 2-mal täglich. Rein kommt gesundes Gemüse und Fleisch. Diese Suppe mit den Vitaminen und Proteinen gibt den Kämpfern die Grundlage für ihren Sport. Aber allein über den Eintopf bekommen wir nicht so viel Körpermasse. Wir müssen noch viel mehr dazu essen, zum Beispiel Reis oder frittiertes Huhn oder andere gegrillte und gebratene Sachen.
So kommen wir auf unsere Kalorien und unser Gewicht. Zunehmen ist für die Ringer das A und O. Das Durchschnittsgewicht liegt bei 150 Kilogramm. Je mehr, desto besser. Mito Yutaka ist da gut dabei. Bei einer Größe von 1,78 Meter wiegt er stolze 180 Kilogramm. Mehr Gewicht bedeutet mehr Wumms, um den Gegner rauszuschieben. Ich nehme am Tag 5.000 bis 6.000 Kalorien zu mir, manchmal aber auch 8.000. Und ich liebe Shankunabe. Davon bekomme ich nie genug. Das dritte High-Five des Sumo-Ringers ist Salz. Grobkörnig, aber handelsüblich aus dem Supermarkt. Wofür braucht ein Sumo-Ringer bitte Salz? Die Antwort finden wir im Trainingsraum. Bevor das Kämpfen losgeht, präparieren die Männer den Ring aus Sand. Und dann kommt das Salz zum Einsatz. Zuerst auf den Beinen der Ringer. Dann im Ring. Aber was hat es mit dem Salz nun auf sich? In Japan wird Salz verwendet, um Böses abzuwenden und den Körper zu reinigen. Deswegen verstreuen wir Salz auf den eigenen Körper und auf den Kampfring, der für uns ein heiliger Ort ist. Dieser Brauch geht auf die jahrtausendealte japanische Urreligion Shinto zurück. Viele Rituale der Religion wurden auf das Sumo-Ringen übertragen. Das vierte High-Five von Mito Yutaka. Diese Pomade aus Wachs und gehärtetem Kamillenöl. Für den Dutt der Ringer, der sogenannte Konmage. Diese Frisur stammt von den Samurai. Heute ist sie das exklusive Markenzeichen der Sumo-Profis. Das nehmen Japaner so ernst, dass die japanische Regierung gesetzlich vorgeschrieben hat, diesen Dutt dürfen nur Sumo-Profis tragen. Die Haare machen sich die Kraftbrocken aber nicht selber. Dafür kommt jeden Tag ein ausgebildeter Sumo-Friseur ins Haus. Der sogenannte Tokoyama. Die Ausbildung der Friseure dauert bis zu 10 Jahre. Das Werkzeug des Haarspezialisten, Holzkämme in verschiedenen Stärken, Papierstreifen und natürlich die Pomade. Ohne die würde es die Frisur nicht geben. Diese Haarpomade ist besonders haltbar. Wenn man die Pomade aufträgt, dann geht die Konmage-Frisur nicht so leicht kaputt. Nichts ist so gut geeignet dafür wie diese Pomade. Wenn man sie wieder rauswaschen will, braucht man allerdings viel Shampoo. Kikuo Nakayama weiß, wovon er redet. Seit 38 Jahren macht er schon diesen Job. Diesen feinzinkigen Kamm nutze ich dazu, um die Pomade schön gleichmäßig zu verteilen. Außerdem ist der Kamm wie ein Filter und entfernt Verschmutzungen. Und jetzt muss das Ganze noch festgebunden werden. Dieser Faden ist aus Papier gemacht. Obwohl er aus Papier ist, reißt er nicht, wenn man dran zieht. Das sogenannte Washi-Papier ist ein traditionelles, handgeschöpftes Papier aus Japan. Ein fester Bestandteil des Sumo-Kults. Ich bin sehr stolz darauf, diese Frisur tragen zu dürfen. Mito Yutakas fünftes und letztes High-Five. Dieses Kleidungsstück. Ein Must-Have für jeden Sumo-Ringer. Was die Sumo-Profis anziehen dürfen, ist natürlich auch genauestens festgelegt. Die Ausgehuniform für den Sommer, die sogenannte Yukata, eine Art Kimono aus einem dünnen Stoff. Den müssen die Sumotori tragen, sobald sie rausgehen. Und das ist nur eine Ausgehregel. Den Kampfkolossen ist es auch verboten, selber Auto zu fahren. Deswegen sind sie häufig zu Fuß oder im Taxi unterwegs. Und immer im Kimono. Wenn wir den Stall verlassen und rausgehen, dann tragen wir immer unseren Yukata. Westliche Kleidung ist schon bequemer, aber das ist nun mal unsere Uniform. Auf der Straße sehen wir, welchen Hype Sumo-Ringer auslösen. Vergleichbar mit Fußballprofis in Deutschland.
Sumo-Kämpfer sind echte Superstars in Japan. Die besten Profis verdienen 20.000 Euro im Monat. Doch die wenigsten schaffen es ganz nach oben. Wir drücken Mito Yutaka die Daumen, auf dass er mit seinen vielen Kilos viel Geld verdient.